Hallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pflanzen gegen Zombies mit Big Pauli. Ja meine lieben Freunde, letztes Mal haben wir das Vorstadt-Lexikon bekommen, aber darin werden wir noch nichts lesen und ich würde sagen, machen wir das nochmal zu, damit wir das nächste Level machen können, was wieder ein Minispiel ist. Hast du schon mal Hau den Zombie gespielt? Nein, Deppy Dave, das habe ich noch nicht. Naja, in diesem Spiel stand noch nicht, aber ich habe schon mal in meinem Leben gespielt. Ist genauso, als würde man Eichhörnchen jagen. Du weißt schon, diese wuscheligen kleinen Nager, die Löcher in deinen Rasen buddeln. Ja, genau so. Nur sind das keine Eichhörnchen, sondern Zombies. Und statt einer Schaufel gibt's einen Holzhammer. Und statt mir haust du sie Platz. Endlich mal ein bisschen herausfordernder. Nicht so ein lascher Kram wie sonst. Das ist mal Geschwindigkeit. Das ist die drittbeste Musik im gesamten Spiel. So, jetzt gebe ich erstmal noch meine restlichen Sonnen aus. Das ist zusätzliches Geld. Und Level abgeschlossen. Und ich habe gerade den Erfolg Pfennigfuchser bekommen, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja. In einem Level 30 Münzen in Folge sammeln, ohne dass welche verschwinden. Zurück zum Spiel. Haus von Big Pauli. Jetzt gibt's auch schon den Football-Zombie. Um gegen den anzukommen, braucht man den Hypnosepilz oder irgendeine Bombe oder irgendeinen Instant-Töter, den man einmal benutzt.
Der hat nämlich eine verdammt starke Rüstung. Verblichen. Steht auf diesem Grabstein. Ihr seid zu langsam. Grabfresser können nur auf Gräbern platziert werden, das weiß ich selber. Ich habe gedacht, ich hätte auf das Grab geklickt. Oh, ich habe schon einen ganz ordentlichen Betrag auf meinem Konto. Weiterhin konzentriert gegen die Zombies kämpfen. Sie können nicht gewinnen. Nicht gegen Big Pauli. Genampf. Verdammt. Das ist nicht gut. Schnell, ich brauche noch eine Sonne. Gut. Und fast schon wieder ein Level abgeschlossen. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Letzte Welle. Und ich habe gewonnen. Und die Zombies fressen sich gegenseitig. Also, wenn man ein Hypnosepilz ist, dann wird man zu einem Kannibalen.
Das ist die logische Schlussfolgerung. Distanzschütze, der sich versteckt, wenn sich Feinde nähern. Darum hasse ich den Angsthasenpilz. Und ich mache gleich weiter mit dem nächsten Level. Oh, ich sehe schon, das wird wieder ein schwieriger Level. Schwierigerer Level. Schwererer Level. So, das ist grammatikalisch richtig. Mein Feind hat keine Chance gegen mich. Das war knapp. Der Grabfresser wurde bereits schon angeknabbert. Weiter und weiter. Thank you.
wird aufgerüstet. Meine Gegner haben immer noch keine Chance gegen mich. Ich bin dafür einfach ein zu großer Stratege. Zwei Reihen Stinkpilze habe ich schon mal und die dritte Reihe rüste ich gerade auf. Eine Sache, für die ich Pflanzen gegen Zombies mag, ist einfach mal die Tatsache, dass Zombies in dem Spiel vorkommen und das Spiel vollkommen bedenkenlos von Kindern gespielt werden kann. Da ist den Entwicklern was richtig Tolles gelungen. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Letzte Welle. So, ich habe den Vorgang ein bisschen beschleunigt.
Und nun habe ich auch den Eispilz in meinen Besitz bringen können. Lässt vorübergehend alle Zombies auf dem Bildschirm erstarren. Nächster Level. Das ist einer meiner Lieblingszombies, der Tanzzombie. Halt! Musik runter, Soundeffekte an. Meine Fresse, die Zombies sind einfach nur Kannibalen. Aber ziemlich cool, dass sobald man den Tanzzombie einfach mal hypnotisiert hat, er hypnotisierte Zombies beschwört. Dann alle für dich kämpfen. Thank you.
letzte Welle. Kavum. Und ich habe nun den ultimativen Pilz gewonnen. Den Unheilspilz. Zerstört einen großen Bereich und hinterlässt einen Krater. Die ultimative Bombe im Spiel. Und an dieser Stelle mache ich jetzt mal wieder einen Cut. Es war mir wie immer eine Freude, euch als meine Zuschauer zu haben. Like das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mich schon abonniert habt und noch nicht auf das Glockensymbol neben dem Abonnieren-Button geklickt habt, macht es, damit ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's für heute von Big Pauli. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.